Mahlzeit, meine Freunde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, was geht ab, Leute? Ich glaube, das ist mal wieder ein richtig fetter Rideout. Ich habe keinen Plan, wie viele Leute wir sind. Schätzungsweise so um die 50 Bikes. Die Jungs von den Rheinland-Shoppers sind hier gerade bei Thunderbike in Hamminkeln und haben eine kleine Tour geplant. Und ich habe mir gedacht, wenn sich sowas anbietet hier bei mir in der Nähe, bin ich doch auf jeden Fall mit am Start. Und ich hoffe, ja, ihr habt Bock auf das Video, auf die ganzen Bikes, die hier heute dabei sind. Und ja, ich hoffe mal, dass ich ein paar geile Eindrücke mitnehmen kann. Es wird wahrscheinlich schwierig, jetzt hier in der Masse mitzuschwimmen. Ich denke mal, ich habe jetzt hier in der Kolonne so meinen Platz und da muss ich wahrscheinlich dann auch bleiben, aber ich werde euch auf jeden Fall immer mal wieder mitnehmen. So Leute, es geht los. Und ich glaube, ich bin heute etwas zu warm angezogen, aber wir fahren jetzt gleich erstmal zu einer Tankstelle, weil wir hier mit Leuten zusammenfahren, die schon eine Anreise von knapp 150 Kilometern hatten und dementsprechend auch ein paar Sporties dabei und ja, getankt werden muss. Und ich glaube, dann ziehe ich mir erstmal was Dünneres an. Auf jeden Fall fett, richtig fett was los hier. Das ist einfach nur übertrieben. Das ist einfach nur übertrieben. Hier ist, glaube ich, alles vertreten, was Harley so gebaut hat. Einfach nur geil. Ey, zu meiner Linken hier Mr. Bam Bam. Wer kennt ihn nicht? Sehr sympathischer Typ. Und er und seine Crew von den Rheinland-Shoppers machen hier die Tour und haben die Route sich ausgedacht und ja, haben das Ganze bei Instagram irgendwie veröffentlicht und einige sind ihm gefolgt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Wetter ist heute auch Bombe. Da muss man eigentlich Motorrad fahren. Was will man da sonst machen? Das ist brutal. Und ab geht die große Sause. Ich glaube, es sind um die 50 Bikes. Ich habe es nicht ganz geschafft, alles zu zählen. Ich habe irgendwann bei 40 den Überblick verloren, wie viele Bikes wir wirklich sind. Aber es ist einfach nur brutal. Einfach nur brutal. Der eine oder andere kennt ja meine Videos und ich glaube, vor 2 Jahren war das ja auch schon mal so eine Riesentruppe. Da waren wir, glaube ich, auch um die 50 Bikes und ja, das ist einfach nur geil. Und das Schöne ist einfach, man fährt Harley, da sind auch ein paar Indians dabei, habe ich gerade schon gesehen. Und ja, die Leute haben halt so alle die gleichen Lebenseinstellungen.
Man freut sich einfach darauf, die Leute zu sehen. Man kennt die Gesichter von Treffen, von anderen Ausfahrten. Und ja, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kann man das mal machen. Ne? Auch für die, die ja jetzt hier gerade mal auf ein Video geklickt haben und vielleicht immer nur so allein oder mal mit zwei Mann unterwegs sind, die Leute, tut euch das mal an und fahrt mal in so einer großen Gruppe. Das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich glaube, es wird auch schwierig für mich jetzt hier ja, großartig immer so hin und her zu mich durch die Gruppe zu schlängeln. Das müsst ihr auch verstehen. Ich versuche natürlich trotzdem mal gleich so ein paar Bikes einzufangen und euch zu zeigen. Aber jetzt hier solche Manöver zu machen, dass ich mich hier kreuz und quer nach vorne schlängel, nee, das wird nicht funktionieren. Das können wir nicht machen. Dafür ist mir das ein bisschen zu riskant, auch andere hier zu gefährden, irgendwie mich dann irgendwie schnell einzureihen, einen auszubremsen, das macht man nicht. Das kann man machen, wenn man mal mit 10, 15 Mann unterwegs ist, aber nicht in so einer Gruppe. Hier nochmal zur Linken, das Roadhouse von Thunderbike. Hier haben wir uns gerade noch getroffen mit Allemann. Dann nochmal schnell zur Tanke, die hier direkt um die Ecke ist. Und jetzt geht's los. Ja. Nächstes Ziel ist das Lakeside Inn in Hattingen. Ja, und ich hoffe, wir kommen da alle unfallfrei an. Alter Schwede, ist das eine Riesenmeute. Man sieht gar nicht den Anfang von dem Ganzen. Wahnsinn. und hier zu meiner Linken der Kollege von der Scorpedios Tour mit seiner Indien. Mit der Scout. Auch richtig geile Maschine. Also nicht nur Harleys hier in der Runde. Auch Indians. Hier wird man nicht angespuckt oder ausgelacht, wenn man mit einer anderen Maschine kommt. Wir haben ja alle das gleiche Hobby und das ist auch richtig so. No hate gegen andere Marken. Danke mal wieder an die Blocker. Top Arbeit machen die Jungs hier. Meine Freunde, schreibt es auch mal in die Kommentare rein. Was haltet ihr von so einer großen Gruppe? Seid ihr auch so und sagt, yo, 50 Bikes, geil, muss ich auch mal machen. Mache ich jedes Wochenende oder sagt ihr, absolut bescheuert, macht keinen Spaß. Ich bin lieber die Kühe, drehen hier voll am Rad. Oder seid ihr eher so, ja komm, mit 10 Mann zu fahren, macht schon Spaß. Alles, was über 10 Leute oder 15 Leute rüber geht, ist mir schon zu groß und zu viel Chaos. Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist und ja, haut mal was rein. So, und jetzt hier zu meiner Linken, Kollege von mir, der Thomas, der ist das erste Mal mit einer Harley unterwegs und das erste Mal in so einer großen Gruppe, mit dem muss ich nachher sowieso mal quatschen, wie der das Ganze so findet, ob das für ihn jetzt Stress pur war oder einfach nur geil. Und der ist gerade dabei, der macht diese Geschichte Autoführerschein auf Motorrad umschreiben, irgendwas, was man da irgendwie so machen kann mit so ein paar Fahrstunden. Hat das auch schon gemacht und hat sich jetzt gestern bei Thunderbike eine Street Pop geliehen. Wusste ich gar nicht, dass man die mit einer 48 PS Drosselung bekommt. Heißt, er kann jetzt hier mitfahren und keine Ahnung, nächstes Jahr macht er dann diese Erweiterung dann nochmal auf einen normalen Führerschein und dann kann er offen fahren. Ist natürlich ein bisschen langwierig, der Prozess. Er hätte natürlich auch einfach in die Fahrschule gehen können und einen Lappen machen können, aber so ist das wirklich, hat er mal gesagt, relativ günstig. Ich glaube, man zahlt dann irgendwie 300 Euro und hat dann quasi
nach einem Jahr Motorradführerschein. Wusste ich nicht, dass das so geht. Aber coole Nummer auf jeden Fall, dass er heute mit dabei ist. Ist auch nicht so ganz im Harley-Dress, ne? Ihr wisst ja, Man of Mayhem ist ja quasi der Camp David, der Harley-Fahrer. Darin ist er noch nicht eingekleidet, aber ich glaube, das kommt dann, wenn er sich für eine Harley entscheidet, dann auch mit der Maschine. Und auf jeden Fall cool, dass er heute dabei ist, dass er Zeit hatte. Und ich hoffe, es hat ihm gefallen. Aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es ihm gefällt. Ich meine, wem gefällt sowas nicht? Sind wir doch mal ehrlich. Die Jungs von den Rheinland-Schopper, die machen wirklich jedes Wochenende zwei Touren, soweit ich weiß. Ja, kann man machen. Ich in meiner Situation mit Frau, Kind, Haus, habe da nicht so die Zeit für jedes Wochenende so eine fette Tour zu fahren. Aber wenn sich dann mal wirklich die Gelegenheit anbietet, mache ich sowas sehr gerne. Und genieße das Ganze. Das Wetter spielt natürlich heute auch mit. 25 Grad. Also nicht zu kalt, nicht zu warm. Ich glaube, die letzten Wochen waren ja teilweise so 30 Grad, die Wochenenden. Das war schon sehr heiß. Und ich habe im Prinzip zu Hause auf der Couch gelegen mit Schüttelfrost. Ja, ich war krank. Deshalb kam jetzt auch so lange nichts. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon darauf, in der kommenden Woche mein Fuelpack endlich mal an die Karre zu schmeißen, mal Mapping zu machen und dann ein Autotune zu fahren und dann mal zu gucken, wie sich mein Bike verändert. Also da bin ich wirklich gespannt. Ich habe das Ding tatsächlich bestimmt schon 6 Wochen bei mir rumliegen und ich bin einfach nicht dazu gekommen, es einzubauen. Ob ihr das jetzt glauben wollt oder nicht. Aber es ist tatsächlich so. Ich bin einfach mal gespannt, wie sich das Fahrverhalten dann verändert. Kein Ruckeln mehr. Ihr kennt das ja vielleicht selber, wenn man dann ja, sich mal verschaltet hat. Ne? 40 im vierten Gang und das Ding das hüpft nur noch unter einem. Und man denkt, man fällt gleich vom Bock. Ja, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ne, ihr kennt das, wenn man sich mal verschaltet hat oder untertourig ist. Und das ist ja dann anscheinend oder angeblich weg. Also da bin ich echt mal gespannt. Richtung Halter an die Strecke ist auch richtig geil eigentlich. Viel Wald, paar Kurven und ja, sehr entspannt auf jeden Fall. Ein bisschen ja, bergauf, bergab kann man nicht sagen, aber so ein bisschen hügelig ist es hier und macht auf jeden Fall mega Spaß. Und der Kollege hier zu meiner Linken, der hat eine mega geile Harley, richtig geiler Umbau und ich kann euch gar nicht genau sagen, was das für eine Basis ist, aber die Maschine ist richtig stimmig, sieht richtig geil aus und ja, wer Kinder hat, kennt das hier, Kettlerhof, ist vielleicht schon mal da mit den Kids gewesen. Ja, die Maschine ist einfach nur Bombe, richtig kerniger, satter Sound. Auch schöne Farbkombination, so ein Silber-Schwarz mit so roten Pinstripes, finde ich richtig nice. Oh, also ganz ehrlich, ey, wenn man sich so die ganzen Bikes anguckt, da weiß man gar nicht, was man sich als nächstes holen soll. Da gibt es einfach so viele schöne Modelle und Sachen, die man umbauen kann. Das macht es einem richtig schwer. Hier nochmal das Bike. Ich hoffe, man sieht das. Ich finde es richtig schön. Richtig cool gemacht.
Freunde der Nacht. Ich will das Video jetzt auch nicht allzu lang machen und euch voll quatschen. Deswegen mache ich jetzt hier einen Cut und bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Gebt dem Video doch mal einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich werde jetzt gleich nochmal, wenn wir gleich einen Stop machen, ja mal die Kamera vom Helm abschrauben und einfach mal euch zeigen, was hier alles so für Bikes mitgefahren sind. Ich glaube, das ist für mich einfacher, als mich jetzt hier immer so durch die Gruppe zu schlängeln. Dann macht er noch mal ein paar Aufnahmen und ja, ich verabschiede mich für heute und sage danke, dass ihr mal wieder mit dabei wart. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, meine Freunde. Haut rein. Bis dann. Ciao. Don't just sit there yet!